So krass. Also wenn es nur für 10 Minuten ist und keine bleibenden Schäden hat, dann auf geht's. Ich habe mich mit Wiebke Winter von der Jungen Union getroffen und mit ihr über Drogen geredet. Doch zuerst möchte ich euch sagen, dass ich der Art von YouTuber sein möchte, dessen Werbung nicht überspringen wird, weil sie so unterhaltsam ist, wie der Sponsor dieses Videos, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends ist ein rundenbasiertes RPG, das richtig gemacht wurde. Falls du in den letzten 2 Monaten unter einem Stein gelebt hast, Raid ist die Sensation der mobilen Spielwelt. Sie können ganz gerne den Ausdruck nach Ihrem Wunsch ändern, der Satz soll aber emotional sein. Das RPG, das alles verändert! Das Spiel ist unglaublich beliebt. Fast 15 Millionen Downloads in den letzten 6 Monaten und eine fast perfekte Bewertung im Play Store. Allein weil Raid Shadow Legends die Balls hatte, diesen Kanal hier zu unterstützen, solltet ihr euch dieses Game holen. Also klickt auf den speziellen Link in der Videobeschreibung, um euch einen kostenlosen, epischen Champion und 50.000 Silbergeld zu sichern. Das ist fast wie richtiges Geld. Nur, dass man sich damit keine echten Dinge kaufen kann. Oder Moment mal. Was ist überhaupt echt? Ist das Spiel nicht genauso Teil der Realität wie der Apfel, den ich gerade in der Hand halte? Es gibt im Game wöchentliche Turniere und Events, ein Tag Team Arena Feature, ein Multi-Battle-Automatik-Modus, also Kämpfe im Automatik-Modus, während du etwas anderes tust. Und es sind noch viele weitere sensationelle Features geplant, die das Game noch mehr perfektionieren. Was ich an diesem Game am meisten liebe, ist, dass es einem alles einfach erklärt. So kommt sogar der härteste Kiffer mit diesem Spiel klar. Oder sogar der Dude hier. Ich heiße im Game OpenMind 3000. Ich spiele gerade im Automatikmodus und kann daher die Moderation aufnehmen, während ich spiele. Also, worauf wartet ihr noch? Link in der Beschreibung klicken, um die Reise im Game mit 60.000 Silbermünzen und einem kostenlosen epischen Champion zu starten, den es nur als Teil dieses neuen kostenlosen Einsteigprogramms gibt. Go, go, go! Zurück zum Thema des Videos. Ich konnte das Interview mit Wiebke ja nur aufnehmen, weil sie so viel Hate abbekommen hat, dass Stern da mit ihr und mir eine Diskothekfolge zum Thema Hass im Internet aufgenommen hat. Ich werde bald nochmal einen Livestream machen, in dem ich auf die Diskothekfolge und die Sexismusvorwürfe eingehe, aber eine Sache möchte ich jetzt schon zum Thema Hate sagen. Besonders jetzt, wo ich mit ihr Kontakt hatte, kann ich am wenigsten nachvollziehen, wie oft sie von euch in den Kommentaren als dumm bezeichnet wurde. Wir haben noch viel nach diesem Interview geredet und die ist aus meiner Sicht wirklich alles andere als dumm, sondern sehr intelligent und gewieft. Oder soll ich sagen, gewiebt? Weil sie Wiebke heißt? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Wiebke ihre Meinung zum Thema Drogenpolitik ändern würde, wenn man ihr immer wieder die Beweislage, wie wenig die Verbote überhaupt bringen, vor Augen führt. Wenn man sich anfängt, über das Thema Legalisierung zu informieren, machen viele den Fehler, sich hauptsächlich damit zu befassen, wie gefährlich die Drogen sind, als mit den Auswirkungen der Verbote, und ich sehe da bei ihr viel Potenzial, wenn man auch bei ihr die Sichtweise von Gefährlichkeit auf Auswirkungen vom Verbot ändern würde. Das Interview habe ich übrigens nicht mit der Intention geführt, sie jetzt bei einer Argumentation zu dem Thema Drogen zu zerstören, sondern ich wollte durch das Interview ergründen, was es bräuchte, damit sie ihre Meinung ändert und einfach eine nette Konversation führen, ohne dass danach wer als Verlierer hervorgeht, sondern beide als Gewinner. Aufgrund ihrer negativen Erfahrung zur letzten Debatte war Wiebke ja sowieso etwas zögerlich, das Interview überhaupt zu machen, weil sie ja nie wissen kann, ob die ganze Hatewelle dann nochmal von vorne anfängt. Also Respekt und danke dafür, dass du dich da nochmal rangewagt hast, Wiebke. Genießt nun das Interview. Hey Leute, wir sind hier am Start mit Wiebke Winter. Moin. Die aus meiner Stern-Diskothek-Analyse kennt. Also erstmal finde ich es richtig cool, dass du dich hier bereit erklärt hast, hierher zu kommen und mir nochmal ein Video aufzunehmen. Wir sind ja hier, weil du sehr krasses Feedback bekommen hast. Du hast ziemlich viele Hasskommentare bekommen, aber auch konstruktive Kritik. Und erstmal cool, dass du immer auf die Kommentare viel eingegangen bist und auch mitdiskutiert. Ich hab's versucht.
du meintest, es gab ja auch, wie gesagt, viele positive, viele negative. Was würdest du sagen, ist das Verhältnis? Wie viel Hass und wie viel sachliche Argumente hast du bekommen? 20-80% würde ich sagen. 20% waren konstruktiv, tatsächlich konstruktiv. What? Und 80% waren tatsächlich. Ich war tatsächlich uncool. Ja, okay. Also, da wusste ich auch nicht, was ich damit dann anfangen soll, okay. Weil wenn mir einfach jemand schreibt, so, boah, ich würde mir wünschen, dass du abgetrieben worden wärst, okay, was soll ich denn darauf schreiben? So, sorry, bin da. Ja. Also Leute, hier an dieser Stelle bitte immer sachlich bleiben, wenn es um so eine Diskussion geht, weil das ist nicht nett und bringt uns auch nicht weiter bei unserem Thema. Das ist verlangsamt die Legalisierung näher, nur weil dann alle sagen, ja, schaut euch die Kiffer an, die sind niveaulose Opfer, niveaulose sexistische Opfer. Also folgt ihr auf Instagram und schenkt ihr mal ein bisschen Liebe, dass wir ihr zeigen, dass wir hier nicht alle solche Leute sind, die einfach nur unkonstruktive Hate-Kommentare raushauen. Also du warst ja in der Diskussion bei der Diskothek zum Thema Cannabis. Wie kam es dazu, dass du die Meinung gebildet hast? Also hast du irgendwie gegoogelt Folgen der Legalisierung in anderen Ländern oder wie hast du dich da informiert oder hast du es nicht ausgiebig gemacht? Oh, doch, habe ich. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen lang nichts anderes gemacht, als mich darüber zu unterhalten. Und ich meine, die Diskussion ist ja schon ewig alt. Mein Papa hat die damals schon als Schulsprecher vor 40 Jahren an seiner Schule geführt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, er ist Mediziner, ich habe mit Freunden gesprochen, die sind Psychologen, ich habe noch mit anderen Freunden gesprochen, die halt Medizin studieren. Und für mich ist das tatsächlich eine Debatte, wo es keine befriedigende Lösung gibt. Es gibt die Argumente auf beiden Seiten. Für mich ist es aber tatsächlich so, wow, wir haben so viele Probleme mit Alkohol, wow, wir haben so viele Probleme mit Nikotin. Ich sehe es einfach nicht, warum wir auch noch Cannabis legalisieren sollen. Und für mich sind die Studien, auf die du ja auch verweist in deinem Zerstörer-Video, natürlich gibt es die, ich weiß aber immer nicht, wie übertragbar das ist. Ich mache mir halt einfach Gedanken so, hey, müssen wir jetzt wirklich noch was Drittes legalisieren, wenn wir schon 2 Sachen haben, die echt nicht so cool sind. Aber gibt es irgendeinen Fakt, der rauskommen würde, den ihr mal beobachtet bei Ländern, wo man legalisiert hat, der dich überzeugen würde? Boah, ich habe jetzt gerade hier keine Statistiken vor mir liegen. Ja, nee, aber selbst wenn es kein Fakt, der jetzt noch nicht feststeht, wenn es zum Beispiel rauskommen würde, ja, man hat in diesem Land legalisiert, in Luxemburg, wenn man legalisieren, nehmen wir an, man legalisiert in Luxemburg und da stellt sich raus, nach der Legalisierung kiffen 50% der Jugendliche weniger. So. Würdest du dann sagen, ah ja, okay, das... Wenn das tatsächlich so ist und man das dann irgendwie auch sehr kontrolliert macht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann solche Sachen auch dazu führen könnten, dass man die ganze Situation neu bewertet. Ja. Da müsste ich aber tatsächlich Anhaltspunkte haben. Und das macht ja auch Jens Spahn zum Beispiel so. Ich glaube, das ist auch seine Meinung, die er vertritt und die finde ich richtig und gut auch. Ich habe auch, mir ist aufgefallen, dass der in letzter Zeit auch ein bisschen offener dafür geworden ist und auch die neue Drogenbeauftragte, denn Jeder Ludwig, die hat sich auch ein bisschen offener dazu geäußert. Also zum Beispiel, also 2 Fakten, die ja zum Beispiel schon festgestellt sind, so in Ländern, wo man legalisiert hat, da hat sich die Konsumentenzahl der Jugendlichen nicht sehr signifikant verändert. Ist das jetzt mal, wo du sagst, ja, da sollte man sich genau anschauen, vielleicht könnte ich da meine Meinung ändern, wenn das jetzt sich so die nächsten Jahre so hält. Also die Studien momentan, die du ja auch in deinem Video beschreibst, die überzeugen mich ehrlich gesagt nicht dafür, dass wir das jetzt legalisieren sollten. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel in einem Land, was uns von der Struktur her vielleicht noch ein bisschen ähnlicher ist, zum Beispiel die Schweiz, wenn die jetzt tatsächlich Daten liefern, wo man sagt, okay, durch die Legalisierung kommen weniger Jugendliche tatsächlich an die Drogen ran, weil wir es halt so institutionalisieren, dass man halt nicht mehr das einfach kaufen, sondern dass wir ein bisschen mehr Kontrolle haben, dann würde ich sagen, dann können wir es neu evaluieren, klar. Okay, also du glaubst, dass jetzt zum Beispiel Kanada zu unähnlich zu Deutschland ist? Ich kenne die Studien hier ehrlich gesagt nicht. Ja, okay. Habt ein bisschen Nachsicht mit ihr, wenn sie jetzt nicht da die krassen Fakten raushaut, weil es ist nicht dein Experten-Thema. Und ich wusste nicht, dass wir das Video drehen bis heute. Genau. Vielleicht hättest du dann vielleicht noch mehr drauf gehabt. Ja. Oder quasi, was ich auch einen interessanten Fakt finde, kannst du mir mal sagen, wie du dazu stehst, so quasi in Deutschland hat man es hauptsächlich geschafft, und ich glaube, das zeige ich auch in meinem Video, bei den legalen Drogen den Konsum zu senken und bei den illegalen Drogen ist er gestiegen, weil ich finde, dass, also weil es scheinbar so ist, dass man im legalen Rahmen so eher die an den Zahnrädern drehen kann, dass man den Konsum senken kann. So, siehst du das irgendwie so als ein bisschen einleuchtend? Ich finde, das ist kein Zeichen dafür, dass wir es legalisieren sollten, sondern das, was der Dominik Forster gesagt hat, auch in der Diskothek zum Cannabis, fand ich richtig gut. Ich glaube, wir müssen nicht nur über die Drogen aufklären, die jetzt halt legal sind, wie Nikotin oder Alkohol, sondern wir müssen gerade auch über Cannabis aufklären. Und ich glaube, dass wir diese Aufklärung momentan noch nicht zielgerichtet und nicht
häufig genug machen, auch was gerade Cannabis angeht. Ich glaube, dass dieser Rückgang des Konsums gerade auch daher kommt, dass man halt weiß, wie schädlich das tatsächlich ist oder was die Folgen sind oder was auch damit passiert, wenn man jetzt unter Alkoholeinfluss am Steuer zum Beispiel sitzt. Von daher glaube ich, dass wir da halt mehr Aufklärungsarbeit leisten müssen. Aber für mich wäre Legalisierung halt nicht die richtige Lösung. Also du glaubst, es ist wahrscheinlich primär der Aufklärung zu verdanken. Genau, also wenn ich das jetzt so, wenn ich mir da jetzt so Gedanken mache, woher das kommen könnte. Jetzt keine Statistik, kein Wissen. Bestimmt kann man jetzt sagen, so, es gibt auch die Studie, aber ich traue keine Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Könnte ich mir vorstellen, dass Aufklärung da eine große Rolle spielt. Aber... Ja, aber du scheinst ja schon so ein Bias zu haben, weil du jetzt direkt sagst, ah, das ist wahrscheinlich die Aufklärung, so, obwohl es beides sein könnte. So. Also du bist, Nein, ich weiß es nicht. Ich möchte einfach nichts Falsches sagen. Ja. So, und ich möchte jetzt auch nicht so tun, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn ich jetzt vielleicht nicht alle Studien jemals geguckt habe, was wahrscheinlich auch niemand kann. Genau. Ich halte es aber für überwiegend wahrscheinlich. Ich bin Juristin, weißt du, uns fällt das sowieso immer sehr schwer, eine klare Aussage zu treffen. Ja, wenn du Jurist oder also, was wirst du dann letztendlich? Also willst du dann Anwalt werden oder... Weiß ich noch nicht. Also mir macht Politik momentan schon echt viel Spaß. Ah, okay, das heißt, ich stehe voll auf die Politik um. Ich bin gespannt, wenn du dann quasi jetzt, keine Ahnung, irgendwie Richter wärst, ob du dann so, vielleicht dann, dass sich dazu bringt, deine Meinung zu ändern, weil man, ich weiß nicht, ob du den Andreas Müller mitverfolgst, der war Richter und ist jetzt einer der bekanntesten Legalisierungsbefürworter, weil er immer so die ganzen Fälle auf den Tisch bekommt, wo halt total harmlose Fälle, irgendein Jugendlicher wurde mit 1 Gramm erwischt und dann muss er da und die ganze Staatsanwaltschaft übelst viel Zeit und Geld reinstecken. Du hast ja, es ging ja quasi in der Diskothek überwiegend um die Legalisierung. Wie stehst du zu einer Entkriminalisierung? Bist du da auch voll dagegen? Man würde man nicht legalisieren, aber es wäre schon sehr viel weniger Aufwand, wenn man das zu so einem Bußgeld-Sache umändert. Also ich glaube, dass zum Schluss jetzt nicht der Grund sein sollte, warum man eine Strafe aufhebt, weil es zu viel Aufwand ist, etwas zu verfolgen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz dahinter. Eine Entkriminalisierung, da müsste ich drüber nachdenken, da müsste ich nochmal mir genau anschauen, was jetzt so die verschiedenen Pros und Cons wären in dieser Richtung. Ich könnte mir vorstellen, so wie es halt auch in der Praxis gehandhabt wird, jetzt bei Kleinstmengen zumindest, da wo ich ja komme aus Bremen, das wird nicht verfolgt. Ja, es wird fallen gelassen, aber trotzdem landet es ja erstmal auf dem Tisch von einem Richter oder irgendeiner Sekretärin oder so, die das dann abhaken muss und quasi, wenn man einfach nur... da so ein Bußgeldding draus macht, wo der Polizist dann sagt, ja, 100 Euro bitte, du hattest 10 Gramm Weed dabei, dann würde es schon sehr viel erleichtern. Du sagst, ja, hast ja schon gesagt, dass du quasi nicht das vom Aufwand abhängig machen willst. Ja. Die, also aus moralischer Sicht, so zum Beispiel ich gebe ja offen zu, dass ich Drogen nehme, die illegal sind und dann würdest du sagen, dass es gerechtfertigt ist, dass ich verfolgt werde, so quasi, obwohl ich ja quasi eigentlich moralisch keine Fehler dadurch mache. Sollten nicht nur Straftaten verfolgt werden, wo man moralisch irgendwas Falsches macht? Ich finde, das ist eine schwierige Frage, gerade weil du das jetzt auch auf dich beziehst und du natürlich ein Sympathieträger bist, ist die Frage sehr klug gestellt. Wenn du Drogen nimmst, ist das dein Ding. Und weißt du, ich persönlich, ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn du das machst, weil mir passiert damit ja nichts. Von daher, also ich als Wiebke, ich sage dir, bitte mach das doch. Ja, genau. Ich würde es nicht tun, ich tue es auch nicht. Ja. Aber bitte mach's. Zum Schluss muss ich aber sagen, okay, was ist der Grund, warum wir das halt sagen? Du gefährdest dich damit schon zu einem gewissen Teil. Ich weiß, dass nicht bei jedem eine Psychose auftritt, aber es kann eine Psychose auftreten. Gerade wenn du jetzt nicht, ich weiß nicht, du bist 29 oder 30 Jahre alt. 30, ja. Genau, du bist 30 Jahre alt. Wenn es jemand macht, der 20 ist, dann kann der vielleicht eine Psychose entwickeln. Und das kann dann auch die ganze Gesellschaft wieder belasten. Und wenn man halt unter Drogeneinfluss fährt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist bei Cannabis auch so, dann kann man auch schon nochmal eine Gefahr sein. Ja, aber das ist ja dann, das muss man ja nicht legalisieren. Weil man kann ja sagen, dass man erst ab dem Autofahren illegal macht. Okay, ich könnte jetzt da ewig nachhaken, aber wir wollen ja doch fertig werden. Du bist auch besser in den Argumenten als ich. Ja, ja, ich den also Tag machst, genau. Ich hab wirklich andere Schwerpunkte. Ja, ich mache eigentlich Mädels in der Politik. Wenn ich jetzt hier irgendein Argument raushauen würde, wo du sagen würdest, hey, scheiße, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich würde dich überzeugen und du sagst, ja, jetzt bin ich für die Legalisierung, gäbe es da irgendeine Reaktion von der Partei, glaubst du? Nö, ich glaube auch in meiner Partei gibt es Leute, die sagen, hey, Legalisierung finde ich gut oder zumindest Entkriminalisierung. Zum Beispiel mein CDU-Landesvorsitzender aus Bremen, der Carsten Meyer-Heder, der ist ja auch eher ein liebererer Typ. Der hat zu mir gesagt, Wiebke, da müssen wir noch ein bisschen sprechen, was deine Position da angeht. Also es ist nicht so, dass es alle so sehen und zum Schluss wäre es mir auch egal, denn ich vertrete ja meine Meinung und nicht das, was die Partei macht. Genau, dann noch so eine Frage, die jetzt nichts mit dem Thema Drogenpolitik zu tun hat. Was für ein Wirkprofil müsste eine Droge haben, dass du interessant fändest, sie zu nehmen? So?
Ich finde ehrlich gesagt, Drogen für mich persönlich habe ich überhaupt keinen Reiz, sie zu nehmen. Ich habe tatsächlich auch noch nie mal eine Zigarette geraucht. Ich auch noch nicht tatsächlich. Ich habe noch nie eine Zigarette gezogen. Also ich habe es noch nicht mal an einem Joint gezogen. Ich habe immer nur Vaporizer, also wenn ich konsumiert habe. Ich bin krasser, vehementer Anti-Raucher. Ja, ich bin nämlich auch, ich bin auch kein Fan vom Rauchen. Ja. Von daher, ich trinke schon Alkohol mal, aber ich mag es eigentlich auch, wenn ich irgendwie klar im Kopf bleibe. Und ich glaube, das ist ja immer die Wirkung von Drogen, dass man so ein bisschen einen Trip hat, oder? Nee, eben nicht. Weil bei manchen Drogen bleibt man ja noch einigermaßen klar. Also wenn du Koks nimmst oder sowas, dann bist du sehr klar. Also das ist ja, würde ja auch oft zur Leistung steigen. Ja. Wenn du Koks oder. Ich kann diese Frage ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich kenne nicht die verschiedenen Wirkprofile von Drogen. Aber ich meine jetzt so quasi, wenn du dir eine Droge ausdenken könntest. Zum Beispiel, hast du den Film Limitless gesehen? Ja. Das ist so eine Droge, die nimmst du und dann bist du auf einmal der schlauste Typ der Welt. Dann stellen wir die Frage jetzt nochmal, was ich jetzt sozusagen. Ja. Genau, und was, also wenn ich mir jetzt was aussuchen könnte, wenn das so ein bisschen mind verändern wäre, also dann vielleicht eine, mit der ich noch ein bisschen mehr Power habe. Ja, also so ein bisschen Leistung steigert und am besten ohne Nebenwirkungen. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Und zum Schluss ist, glaube ich, die beste Droge gesunde Ernährung, viel frische Luft, Sport und das einfach Leidenschaft für die Sache. Das sind meine Drogen, um ehrlich zu sein. Ja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwelche Wissenschaftler bald so Drogen entwickeln, wo die Nebenwirkungen nicht so schlimm sind. Es gibt ja auch den Professor David Nutt, der quasi schon auf seinem Schreibtisch eine Alternative zu Alkohol hat, wo scheinbar nicht schädlich ist. Und wenn du es trinkst, dann kannst du dann auch noch so ein Gegengift trinken, dass du dann sofort wieder nüchtern bist. Aber scheinbar gibt es noch zu wenig Leute, die da so Studien finanzieren, um zu schauen, dass es wirklich so ist, wie er behauptet, dass es ist. Also, dass es wirklich nicht schädlich ist und so. Also, ich glaube, dass... Was gelernt hier. Ja, dass die Sache gar nicht so hoffnungslos. Also, denkst du, also, wir reden ja hier über legale und illegale Drogen, dass die Einteilung zwischen legal und illegal was mit der Gefährlichkeit zu tun hat? Oder ist das so ein bisschen willkürlich? Teilweise ja, teilweise nein. Juristenantwort, aber ist so. Okay, also ich lese dir ein Wirkprofil, das ist jetzt so ein kleines Spiel, ich lege dir ein Wirkprofil von der Droge vor und du sagst... Ich bin ja immer nicht Pharmazeut. Ne? Das kann jeder verstehen. Und du sagst, du schätzt ein einfach, ob die Droge illegal oder illegal ist. Das wird wahrscheinlich ein anderes Video, separates Video, wo ich das mehrere Leute frage. So. Okay. Boah, ich werde richtig fängeln. Besondere Gefahren bestehen beim Gebrauch, wenn man es inhaliert, kann als Folge Dysphorie, Verwirrtheit, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schluck auf... Blutdruckabfall auftreten. Bei hohen Mengen kommt es zu einer Unterversorgung des Blutes mit Sauerstoff, in deren Folge Kreislaufstillstand, Hirnschäden und der Tod möglich sind. Schädigt das Knochenmark und zerstört die Isolierung der Nervenbahnen, Koordinationsstörungen und die Einschränkung der Merkfähigkeit sind die Folge. So, legal oder illegal? Also, wenn das Hirn so schädigend ist, dann sollte es illegal sein, aber es ist wahrscheinlich wieder legal. Ja, es ist legal. Es ist, du hast wahrscheinlich jetzt keine Vermutung, was das für eine Droge ist. Das ist Lachgas. Lachgas kann man theoretisch in jedem Edeka kaufen. So. Das ist was du in die Sahnekapseln reintust. Das N2O, das ist Lachgas. Da kann man sich so, man kann entweder so die Sahnekapseln, da keine Sahne reintun, das dann direkt in Luftballons. Und dann ist es auf jeden Fall Was ist nicht alles Gift, was man nicht alles nehmen kann. Aber ich hoffe, du tust mich jetzt, du setzt dich jetzt wegen diesem Video für ein Verbot von Lachgas ein. Mal sehen. Genau, also das ist auch so eine Sache. Also diese Sachen sind ja quasi schon immer legal, also Lachgas, Kratom und auch Fliegenpilze. Aber bei diesen Substanzen gibt es irgendwie kein Problem so. Glaubst du daher, dass das wirklich eine Relation zu Legalität und wie weit die Droge verbreitet ist gibt? Wenn man da das so... Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wenn ich das so höre, würde ich mir wünschen, dass es verboten ist. Ja, aber du würdest quasi, ich finde es interessant, dass du nur aufgrund der Wirkung schon direkt darauf kommst, dass es verboten werden soll. Was wäre denn so? Weil nämlich eigentlich solltest doch du als Maßstab nehmen, so, es sollte verboten werden, wenn tausende Jugendliche daran zugrunde gehen. Weil scheinbar ist es jetzt legal und es ist kein sonderlich großes Problem. Wenn es die Leute nicht nehmen, dann hat man vielleicht einfach die Notwendigkeit noch nicht erkannt, aber... Wie gesagt, du kennst dich jetzt mega damit aus. Ich höre gerade das allererste Mal davon, das jetzt zu bewerten, ob man das jetzt verbieten sollte oder nicht, wo ich keine Zahlen habe. Boah, das ist gerade echt ganz schön schwer. Ja. Aber nehmen wir an, die Zahlen sind niedrig und das ist kein Problem. Würdest du dann sagen, ja, kann man schon legal lassen? Wieso sollte man es legal lassen, wenn es solche Probleme macht? Also es stört ja niemanden, wenn es verboten ist, wenn es eh keiner nimmt. Ja, also doch, es nehmen schon ein paar, aber die Leute nehmen das halt scheinbar in dem Maße, wo jetzt nicht tausend Zeitungsartikel rauskommen. Jugendlicher stirbt an Lachgas oder irgendwie sowas. Das heißt, alle Leute, die es nehmen, die nehmen es noch verantwortungsbewusst.
Und wenn man dann was jetzt... Was für mich wichtig ist, ist, ob sie halt auch noch andere Menschen dabei gefährden oder sich selbst so gefährden, dass zum Schluss die Allgemeinheit für sie aufkommen muss. Ja, also... Und das, da habe ich jetzt keine Zahlen, das kann ja, ich jetzt ja, nicht sagen. Ja, okay. Ich lerne heute richtig, richtig viel über Drogen. Ja. Haben wir noch eine Droge, die wirkt nur 10 Minuten. 10 Minuten sorgt die für Halluzinationen und veränderte Sinneswahrnehmungen. Und bei niedrigen Dosierungen, da ist man sich auch des Rausches noch völlig bewusst. Und die Hauptgefahr der Droge ist im Grunde, dass man eine latent vorhandene Psychose auslösen kann, wenn man sie zu übertrieben nimmt. Also, sag jetzt mal bei dem letzten Mal nicht so, ob es legal oder illegal ist, sondern ob du findest, dass man das vielleicht... Das ist Cannabis. Nein, das ist nicht Cannabis. Also, Cannabis habe ich gar nicht dabei. Also, ich habe gesagt, es wirkt nur 10 Minuten. Cannabis wirkt ja länger als 10 Minuten. Okay. Also wenn du den wirkst, ist es eine Droge, weil ich habe so alle Drogen rausgesucht und da dachte mir so, bei welcher Droge ist so das vom Wirkprofil am harmlosesten, vom Gefahrenpotenzial. Ich wollte herausfinden, ob quasi du da so kompromissbereit bist und dir denkst so, ich höre die Droge und das hört sich jetzt nicht so krass an. Also wenn es nur für 10 Minuten ist und keine bleibenden Schäden hat, dann auf geht's. Ja, also bleibende Schäden kann, also es ist das Einzige, wie gesagt, dass man latent vorhandene Psychosen auslöst, wenn man es damit übertreibt, aber... Ich glaube, es kommt dann auch immer, man kann nicht immer sagen schwarz oder weiß, manchmal braucht man dann auch so, dass man sagt so, hey, bis zu dem Maße kann es dann legal sein, ja oder nein. Ja. Für mich geht es halt, also meine beiden Faktoren sind tatsächlich, bist du irgendwie eine Belastung für die Allgemeinheit oder machst du dich selber so kaputt, dass man dich irgendwie schützen muss und wenn es jetzt 10 Minuten sind und wenn man es halt in einem Rahmen dann erlaubt, dass man sagt, das wird das jetzt nicht auslösen, keine Ahnung, ich habe das nicht. Also, bei der nächsten Bundesversammlung von Union wird es einen Vorschlag geben zur Legalisierung von DMT. Das haben wir hier in etwa. Das haben wir hier. Das habe ich nicht gesagt. Genau. Aber es handelt sich auf jeden Fall um die Droge DMT. Das ist eine ganz nette Droge. Nimmst das, wirkt 10 Minuten, danach bist du wieder klar. Und ich glaube, das ist so eine Droge. Was passiert denn? Man hat Halluzinationen, so leichte Halluzinationen. Und keine Ahnung, der Boden bewegt sich kurz. Es kommt immer auf die Dosis. Oh, ich will das nicht. Es kommt natürlich auf die Dosis an, wenn man sehr, sehr, sehr viel nimmt. Aber es ist schon wirklich anstrengend, so hohe Dosen zu nehmen. Dann sieht man Aliens und sowas. Aber nach 10 Minuten ist man wieder hier. Ach, Scheiße. Und, das macht dir Spaß? Ich hab noch nie so viel genommen, dass ich Aliens gesehen habe. Ich hab's ein paar Mal genommen, dass sich halt der Boden so ein bisschen bewegt hat. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, es würde dir auch Spaß machen, wenn du es probieren würdest. Man denkt immer so, man kann es ja noch nicht einschätzen, wenn man es noch nicht probiert hat. Ja, genau. Das war's auch schon. Vielen Dank an dich, dass du dich hier bereit erklärt hast. Und seid auf jeden Fall diesmal nett zu ihr. Checkt ihr Instagram aus, das ist echt cool, dass sie sich hier bereit erklärt hat, mit mir zu reden. Ja, und was ich auch nochmal sagen möchte, seid verantwortungsvoll mit eurem eigenen Leben und schaut euch an, was Drogen mit euch machen können und dann entscheidet, ob ihr die nehmt oder nicht. Zum Schluss ist es eure Entscheidung. Ich find's nicht cool. Für mich. Ja, cool ist es auf jeden Fall nicht. Genau, und ich glaube, einfach so ein Verantwortungsbewusstsein dafür auch zu schaffen, für euch und für eure Umwelt, finde ich mega wichtig. Ja. Und vor allem, wenn ihr noch jugendlich seid, dann solltet ihr auf jeden Fall bleiben. Ich sag's nochmal, lasst den Scheiß. Lasst den Scheiß, ja. Es gibt so ein Meme von mir, das hat ein Kumpel von mir gemacht. Hey, geil. Lasst den Scheiß.